Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wie gestern angekündigt, ja, habe ich das Let's Play ein wenig früher beendet, die Aufzeichnung zumindest. Es gab wirklich ein Problem mit der Tonaufnahme für die letzten drei Folgen. Das tut mir wirklich aufrichtig leid. Heute ist dieser Fehler allerdings behoben und jetzt können wir auch wie gewohnt zurückgehen. Für euch ist es gestern, für mich ist das ganze Spiel jetzt gerade mal 5 Minuten her oder beziehungsweise 10. Länger habe ich nicht gebraucht, das eben mal zu überprüfen. So, wie ihr seht, die Gegner sind auch wieder da. Da müssen wir halt leider nochmal durch. Eigentlich hätte ich das auch schnell ohne euch machen können. Aber nachher finde ich wieder irgendwas. Und ihr verpasst das. Ist ja auch nicht das, was ihr euch wünscht, nehme ich an. Ich werde mich in den Kämpfen jetzt auch ein bisschen beeilen, um noch zügig durchzukommen. Wir haben ja inzwischen raus, wie es funktioniert. Die Adria oder Aderia sollte eigentlich nicht mehr dastehen. Mal schauen, ob sie das tut. Gleichzeitig haben wir halt den Vorteil, wir müssen ja hier noch ein paar Gegner töten und ein paar verlorene Seelen einsammeln. Wir hatten uns für den Weg immer rechts lang entschieden. Das werden wir jetzt auch wieder beibehalten. 4 Gegner, kein Problem. Vielleicht werde ich gleich ein paar Gruppen auslassen, sofern wir dazu die Möglichkeit haben, was ich aber eher weniger denke, da die Wege doch recht eng hier gewesen sind. Okay, da hätten wir jetzt auch was anders reagieren können, aber wenn, das ist schon mal sehr viel wert. Das heißt, das Feuer wird ihnen jetzt gleich den Rest geben. Seelen kriegen. Nee, diesmal nicht. Ob die Gegner mal beim ersten Mal nur Seelen geben oder war das auch letztes Mal nicht so, dass alle Gegner irgendwelche Seelen geben? Die haben den ersten Hit, ich wollte sie auslassen. Hat nicht sollen sein. Trotzdem haben wir den ersten Hit. Das scheint nicht wirklich zu stimmen. Okay. Ja, man merkt schon, dass unsere Helden immer stärker werden. Wir können ja hier wirklich nur noch fast so durch. Auch das wäre erledigt und weiter geht's. So, links war der Boss. Also gehen wir rechts weiter, direkt unten lang. Damit wir zurück an die Stelle kommen, wo wir gestern aufgehört haben. So, hier hat dann der Gegner, richtiger Bosskampf stattgefunden mit Aderien. Und an der Stelle sind wir auch zurückgelaufen. Hat ja nicht allzu lange gedauert. Mein Timer zeigt mir 3 Minuten. Mit dem Gequatsche von mir am Anfang waren es gerade mal 1,5 bis 2 Minuten. Oh, wir sind in der Überzahl. Okay. Feueratem. Das sollte kein Problem werden. Leider brennt er jetzt nicht. Den will ich haben. So. Ja, nehmen wir den anderen. Der hat nämlich kein Lieber. Okay. Unser Ferkelhase will wohl nicht so treffen, wie wir das gerne hätten. Feuerfalle. Das ist Feierabend. Alles klar. Nichts gefunden. Nur einer versucht es. Oh, die laufen ein bisschen schneller, aber nicht schnell genug. Lüst sei gesegnet. Wir haben es geschafft. Habt 1000 Dank. Hier ist eine kleine Entschädigung für eure Mühen, meine tapferen Freunde. Lebt wohl. Doch bevor ich gehe, habe ich noch einen Rat für euch, falls ihr nach Suvia geht. Kommt nicht vom Weg ab. Geht den Bestien der suvianischen Ebene aus dem Weg. Sie sind zäh. Ich glaube, ihr seid noch nicht ganz bereit, sie zu bekämpfen. Viel Glück, lebt wohl und vergesst nicht, kommt nicht vom Weg ab. Ja, er hat recht. Bleiben wir auf dem Weg. Ich kenne den Weg nach Suvia von hier aus. Lass mich ihn auf der Karte eintragen. Kleine Schneegras, Eisschuss, Eislanze. Okay, Suvia liegt dann ganz oben. Wir dürfen den Weg nicht verlassen. Aber wie sag ich denn das jetzt am besten? Ich kenne uns. Was mich jetzt allerdings ehrlich gesagt stört, deswegen laufe ich auch gerade schon wieder nach links. Mich stört, dass wir noch nicht alle Seelen gefunden haben. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich möchte natürlich schon wissen,
was wir für eine Belohnung bekämen, wenn wir die letzten Seelen gefunden hätten. Wir hatten jetzt in dem Durchgang keine einzige bekommen, weil wir auch nur Gegner getötet haben, die wir noch nicht getötet hatten. Links war eine Sackgasse. Deswegen würde ich vorschlagen, wie immer, wenn wir irgendwo landen, schauen wir, dass wir alles mitnehmen. Wer weiß, was uns hier noch alles so erwartet. Außerdem sind das wieder Erfahrungspunkte. So wie er uns gesagt hat, nicht vom Weg abzukommen. Links oder rechts, links oder rechts. Hier, genau, hier war nur die Truhe. Da kam man nicht weiter. Da oben ist noch eine Truhe, wie ich das gerade sehe. Heute haben wir mal einen leichten Rechtsdrall. Und auf ins Getümmel. So, vier Gegner. Die ne, Kartoffel will ich nicht, Feuer war effektiver. So geht das. Ja. Ich habe mir auch mal das Bestarium in der Zwischenzeit angeguckt. Wir scheinen wirklich die Hälfte vom Spiel hinter uns gelassen zu haben. Was ich eigentlich echt schade finde, aber ich weiß auch nicht, was uns noch alles erwartet hier. Muss ich mal dazu sagen. Es macht auf jeden Fall immer noch übelst Spaß. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Spiel auch. Am besten einfach über Steam holen. Und ihr müsst das selber erleben. Die Schatztruhe ist offen. Waren wir hier etwa schon? Okay. Wir scheinen hier schon gewesen zu sein. Vergesst nicht, das Talent aus dem Jenseits zu benutzen. Ich brauche 25 Namensschilder. Ja, die sollst du auch haben. Wo kommen die jetzt her? Alles nicht so plausibel. Naja gut, kann man nichts ändern. Feueratem. Das wundert mich. Ich dachte, wir hätten den Weg schon gemacht. Na gut, das können wir jetzt eh nicht mehr verhindern. Jetzt müssen wir hier nochmal schnell durch. Wieder nur einen Wasserkern gehabt. So, hier war ja der Boss. Hier kommen wir auch nicht mehr weiter. Hier sind wir ja eben lang gelaufen. Und das ist jetzt hier, wo rechts die Schatztruhe wieder ist. Okay. Jetzt wäre so eine Minimap hilfreich. Ich denke nämlich irgendwie, dass es da im Kreis rumgeht. Naja, gut. Ja, dann gehen wir hier mal raus. Vielleicht müssen wir hier später einfach nochmal rein, um die nächsten Namensschilder zu finden, dass das noch gar nicht möglich ist. Kann ja auch sein, dass die Geister, Namensschilder also nicht nur hier drin sind, sondern dass sie auch draußen irgendwo sind. Wir wissen ja schließlich nicht, was jetzt hier nachkommt. Jetzt gucken wir aber mal, wie viel Prozent wir von dem Spiel hinter uns gelassen haben. Spiel speichern. 47%, so ziemlich genau die Hälfte. Die 51 Stunden, kann ich euch auch erklären, die habe ich nicht wirklich gespielt. Ich habe oftmals das Spiel noch offen und es liegt einfach nur unten auf der Taskleiste. Und da der Rechner sehr viel läuft, kommt das halt so zustande. Also, wie gesagt, wir sollen nicht vom Weg abkommen. Das fällt mir aber ehrlich gesagt schwer. Ich sehe aber sehr viele Gegner hier. Ich bin mal vorsichtig mit einem. Okay. Also, einer ist jetzt nicht so stark. Da habe ich mehr erwartet. Aber gut,
Wir sollen ja auf direktem Weg erstmal nach Suvia laufen. Ja, da sind schon wieder so Teppiche, die fliegen können. Boah, das ist zum Leveln richtig schön, wenn ich hier alles, oh, alles zusammenziehen und XP sammeln. Aber Suvia. Erst nach Suvia. Wow. Nice, gefällt mir. Erinnert mich ein bisschen an Venedig. Wow. Willkommen in der majestätischen Stadt auf dem Ozean. Ich dachte nicht, dass sie so prächtig sein würde. Falsche Stimme. Das sind nur die Kanäle. Wart's nur ab. Was ist los, Eve? Diese Arterien. Da ist etwas. Ich kann sie nicht zuordnen. Aber ich bin mir sicher. Ich habe sie schon einmal gesehen. Wo? Als Wache für das Haus der großen Welle. Hallo, Frau. Ich warte, bis mein Verlobter kommt, damit wir uns das Turnier ansehen können. Das wird so romantisch. Ich frage mich, ob ich auch an dem Turnier kämpfe. Vermutlich, wenn ich überlege, wird sie der Endgegner sein. Die Arterien, meine ich jetzt. Voll idyllisch. Wir können erst zu meinem Vater gehen. Er wird einen Anfall bekommen, aber vielleicht weiß er etwas über deinen Onkel Banjo. Ich sollte ihn auch lieber vor dem Kult und dieser Arterien warnen. Wir sollten auch zur Feder der Eule und Lady Lumia gehen. Sie ist weise. Der Kult, das Artefakt, Banjo, sie weiß vielleicht etwas. In Ordnung. Wo sind dieses Haus der großen Welle und diese Feder der Eulen denn? Das Haus der Feder der Eule ist dort oben. Die Welle befindet sich geradeaus. Da befindet sich ein Speicherpunkt. Mal wieder. Gucken wir erstmal. Alter, ist ein Schild. Ich dachte, dass wir da irgendwie durch eine Tür können. Die Kamera können wir hier wieder nicht drehen, aber das... Hallo, Händler. Ja. Das wird ein teures Vergnügen. Kartoffelschuss. Das brauchen wir. Das brauchen wir auch. Das brauchen wir auch. Ach, das auch. Und das? Das kann auch nicht schaden. Und die Sachen kriegen wir alle hinten, aber das nicht. Was hat er sonst noch? Und jetzt haben wir hier genau dieselben Sachen zu kaufen. Wie bei unserem Kollegen auf der einsamen Insel. Gucken wir erstmal hier unten. Bevor wir da durchgehen. Mit der Stadtbevölkerung können wir später noch reden. Oh, du alter Mann, was sitzt du da so rum? Hab die Arena die letzten zwei Mondzyklen zusammengeschustert. Zeit für ein bisschen frische Seewasserluft. Was ist das? Was ist das? Oh, wir können den Brunnen untersuchen. Tun wir es. Hank, der Haken Hildrum. Und der Gründer Suvias und Champion des ersten Festivals der Magie. Den Geschichten zufolge sollte man sich mit dem lieber nicht anlegen. Ich werde die Geschichte neu schreiben. Ich bin auch kein bisschen überheblich. Ich kann speichern und neu laden. Die Stadt ist ja riesengroß.